Ja, ein bisschen schwach rausgegeben. Kurz mit dem Schlenzball. Geht wieder, geht auf Van der Heide diesmal. Die Flachschlenzer ins kurze Eck. Geht wieder, geht auf Van der Heide diesmal. Die Flachschlenzer ins kurze Eck, ins rechte untere Eck. Ja, ist ein bisschen zu simpel, auch wenn sie da einen Freischlag bekommt. Jetzt Linda Benz mit der argentinischen Rückhand vom Schusskreis ran und ins kurze Eck. Einen Freischlag bekommt. Jetzt Linda Benz mit der argentinischen Rückhand vom Schusskreis ran und ins kurze Eck. Wunderbar abgezogen. Etwas Verwirrung beim UHC. Ja. Der Knie als Schienbein. Entscheidung steht. Nächste Ecke. Wieder auf kurz, die wieder zum Schlenzer ansetzt und ins gleiche Eck. Drittes Tor. Drittes Mal. Entscheidung steht. Nächste Ecke. Wieder auf kurz, die wieder zum Schlenzer ansetzt und ins gleiche Eck. Drittes Tor. Drittes Mal. Aus Torhütersicht links und Rede verlegen. Wieder schöner langer Schlenzball. Geht bei der diesmal ersten rutscht durch, durch beide durch. Kahnler jetzt ganz alleine vor der Torfrau und zieht knackig ab wieder ins rechte untere. Tor. Klasse durchgesetzt hier und jetzt sind sie mal gefährlich im Kreis. Schneider hält Nachschuss. Langer Ball im Kreis. Jetzt kann man es gut ausspielen. Jetzt kommt sie frei zum Schuss und semmelt das Ding. Wollte ins kurze obere Eck. Lisa Schneider mit dem Handschuh. Ja, Ramandl setzt sich da schön durch. Kommen hier in den Kreis. Jetzt kommt sie nochmal frei zum Schuss. Flach in die Mitte. Schneider hält mit dem Kicker. Jetzt wird Gewühle vor dem Tor. Und jetzt eröffnen, wenn die Ecke jetzt drin ist, weil dann steht es nämlich nur noch 3-1. Ja, die ist aber gut verteidigt. Ja, und gut gespielt vom UHC. Gespielt. Da ist der gefährliche Ball auf dem langen Pfosten. In den Kreis zu kommen, jetzt schafft sie es. Kommt auch zum Abschluss. Gut Kaution, genau wie im letzten Viertel auch. Der UHC direkt mit einer. Jetzt haben wir den Abschluss! Mit zwei Pärchen. Schöne Variante. Oh, da verpasst. Guter Ball Richtung Kreis. Und am langen Pfosten ist es wieder Köllinger, die da verpasst. Kreis, Gerstenhöfer jetzt. Und Neumann mit dem Abschluss. Herr Kreuz legt er gut ab. Versucht ihn über den Schirr zu heben und im Nachschuss nochmal am Tor vorbei.